Also wenn Sie nach Hause kommen und in Ihrem Briefkasten Ihren Steuerbescheid finden, dann ist es häufig die erste Reaktion eine Menge Ärger, weil Sie müssen zahlen. Und damit müssen Sie sich nicht zufrieden geben, sondern Sie können gegen Ihren Steuerbescheid klagen, wenn Sie sich ärgern. Und genau das hat ein Normalbürger getan. Er hat sich geärgert, er hat geklagt und bis hoch zum Bundesverfassungsgericht. Diesmal ging es um das häusliche Arbeitszimmer. Ein häusliches Arbeitszimmer ist immer von vielen die Möglichkeit, einen Teil ihrer Miete von der Steuer abzusetzen, um damit Steuern zu sparen. Es gibt aber auch viele von uns, die dringend ein Arbeitszimmer zu Hause brauchen, weil sie sonst gar nicht in der Lage sind, ihren Beruf auszuüben. Der Klassiker ist der Lehrer. Der Lehrer, der formal vielleicht irgendwo in einem Klassenzimmer sitzen kann, sich auf den Unterricht vorbereitet. Der Außendienstmitarbeiter, ja, der kann im Auto sitzen bleiben, rein theoretisch, kann aber definitiv nicht in die Firma fahren. In den letzten Jahren hat es da eine Verschärfung gegeben. Früher konnte man relativ einfach gedeckelt die Kosten für ein Arbeitszimmer geltend machen. Und dann hat der Gesetzgeber gesagt, es muss der Mittelpunkt oder der maßgebliche Teil der gesamten beruflichen Tätigkeit sein. Und wenn wir uns jetzt den Außendienstmitarbeiter vorstellen, die meiste Zeit sitzt er zumindest nicht in seinem häuslichen Arbeitszimmer. Die meiste Zeit ist er unterwegs, geht zum Kunden und verkauft seine Produkte, macht halt den Vertrieb. Es geht letztendlich darum, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, der Gesetzgeber darf nur die Leistungsfähigkeit, also das, was der Bürger nach Kosten zur Verfügung hat, besteuern. Das heißt, für einen Außendienstmitarbeiter, er muss auf jeden Fall in der Lage sein, sein Arbeitszimmer abzusetzen. Das heißt, für einen Lehrer, die Realität ist, er sitzt zu Hause und bereitet sich vor, korrigiert die Hausaufgaben, die Arbeiten. Auch er muss ein Arbeitszimmer absetzen können. Das heißt jetzt nicht, dass alle Steuerbescheide rückwirkend geändert werden bis 2007, sondern es geht eigentlich darum, dass der Gesetzgeber aufgerufen ist, mal zur Abwechslung eine Vorschrift zu schaffen, die dem Grundgesetz entspricht. Und wenn die geschaffen wurde, dann werden Steuerbescheide rückwirkend bis 2007 korrigiert. Jetzt wird sich jeder fragen, ist das alles, gilt das auch für mich? Und da muss man sagen, es kommt drauf an. Es kommt auf das Kleingedruckte an, wie bei vielen Verträgen. Das Kleingedruckte sind auf Steuerbescheiden die Belehrungen auf der Rückseite. Da steht drin, unter welchen Vorbehalten Steuerbescheide erlassen sind. Und da steht im Kleingedruckten irgendwo, möglicherweise auch bei Ihnen drin, dass Sie Ihr Arbeitszimmer noch geltend machen können. Also im Zweifelsfall heißt es immer, lieber mal was mehr an Werbungskosten oder Betriebsausgaben angeben. Das kann dann im Rahmen der Einspruchsentscheidung angefochten werden, weil das Finanzamt dem nicht folgen wird. Und dann kann man hoffen, dass bis zu dem Zeitpunkt irgendeiner in Deutschland gegen den Steuerbescheid, gegen seinen eigenen Steuerbescheid geklagt hat, wo man sich dann anhängen kann. Die Voraussetzung, um einem anderen Rechtsstreit zu folgen, ist, dass das oberhalb vom Finanzgericht entschieden wird. Also wir brauchen schon eine Entscheidung vor dem BFH. Wenn solche Verfahren anhängig sind, da kann man sich mal dranhängen und das ist halt die Chance. Nicht jeder muss ja selber klagen, sondern man muss ja nur genügend Zeit gewinnen, damit irgendeiner mal die Gesetze anzweifelt.